So, wahrscheinlich müssen wir rennen. So, wir brauchen Energie. Er hat uns klar geschlagen. Kriegen wir nie wieder. Das war's. Tja. Wir kommen einfach später nochmal. So, was ist denn hier drin? Wir können hier überall rein. Guten Tag. Der strammen Abenteuer. Ein toller Tag für die Jagd, nicht wahr? Wow, müsstest du nicht eigentlich ganz einfach reden oder direkt auf uns zugrasen? Wie die Neandertaler von Hiratory Towers? Auf keinen Fall. Ihr solltet wissen, dass ich bei dem weiten, der aristokratischen Charakter im Spiel bin. Wohl kaum. In der nächsten Welt gibt es einen Typen mit einem riesigen Eispalast. Der muss richtig Schotter haben. Darf ich euch mit einem bescheidenen Beleuchtungsproblem behelligen? Dieser antike Tempel umfasst einen himmlischen Schießstand, aber irgendein Tölpel hat meine Oberfenster verdunkelt. Während es euch möglich, auf meinem Dach zu klettern und die Fenster freizulegen, das scheint eine angemessene Aufgabe für Leute eurer Statur zu sein. Wir werden uns das mal anschauen. Dafür kriegen wir hier eine Page dann noch. Das ist vielleicht gar nicht schlecht. Da kommt man nicht hoch. Hi Kinder, wie kann ich euch helfen? Eins bitte. Ein Tonikum? Zeig mir zuerst deinen Betriebsausweis, Junge. Nur für Mitarbeiter von Hiratory Towers. Ah, dumme Sache. Mein Fledermausfreund hier hat einen gefressen. Weißt du was? Einmal lasse ich es dir durchgehen, im Namen der freundschaftlichen Beziehungen unter Kollegen. Ja, wir sind alle freundliche Kollegen. Ich bin Veni. Du hast schon Erfahrung mit spielverändernden Tonika, oder? Denk daran, jedes angelegte Tonikum verändert deine Arbeitsbedingungen enorm. Du musst für jedes Tonikum zuerst eine Herausforderung bestehen und bau keinen Mist, nur immer rein. Tonikum gleichzeitig anlegen. Komm, zu mir, wenn du dein Tonikum auswechseln möchtest. Okay. Was haben wir denn hier? Superkracher. Ich habe keine Ahnung. So, Oberlicht wahrscheinlich müssen wir komplett aufs Dach, oder? Die Welt ist einfach nur riesig. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo wir jetzt überall waren. So, hier ist eine Pagey. Und was stellst du da? Ich bin eine Pagey-Stück. Ich
wurde von Capital B's Schergen zerrissen und in diesem Dschungel geworfen. Mein anderes Stück wurde in der Nähe verstreut. Bitte finde meine anderen drei Teile, damit ich wieder ganz sein kann. Du armes Ding, keine Bange. Wir werden mit dir selbst wieder vereinen. Ich dachte, das hier wäre ein modernes Spiel, Yuka. Sammelobjekte sollten schon einteilig sein. Sind sie aber leider nicht. So, warte mal. Da ist doch das Stück. Ich höre noch eins. Mampf, Mampf. Guten Tag, junger Krieger. Ich wette, du hast einen Namen, der irgendwie mit Gewicht zu tun hat. Sag, wie heißt du? Mampf, Mampf. Man nennt mich Sir Scoffelsalot. Ich bin ein stolzer Ritter von Hammerlot. Ich wusste es. Gut, dann berichte uns mal von deinen kühnen Schatzquests. Wahrhaft, mein Ritterkamerad und ich befinden auf einer kühnen Jagd nach dem heiligen Schatzblut des großen Rampo. Aus Sicherheitsgründen haben wir unsere Suche auf vier verschiedene Orte aufgeteilt. Ich fühle mich allerdings zurzeit ein wenig zu überlastet, um sie zu finden. Würdet ihr mir helfen, meine Ritterkameraden und den Schatz zu finden? Von mir aus. Keine Bange, Scoffelsalot. Wir werden deinen Helfer, deine Ritter zu finden. Hervorragend. Mein erster Ritter ist ganz in der Nähe. Erlaubt mir, euch einen Hinweis zu geben. Meine Füße sind nass, doch nicht, wenn ich Sorge versinke. Ich werde in Firmistadt schon nicht ertrinken. Alles klar. Falls wir es vergessen sollten, kommen wir wieder zu dir und fragen dich nochmal. Geht es irgendwo in der Nähe am Wasser? Also ich höre auf jeden Fall noch Pages. Dann gehen wir mal wieder raus. Ihr habt alle meine Stücke gefunden. Endlich bin ich frei. Aber nicht lange, Göldchen. So, waren wir hier schon? Ich glaube nicht. So gut. Wo kommen wir jetzt hier hin? Ich glaube, so rum kommen wir nicht. So, aber was ist jetzt hier der Plan? Darüber? Oh. Ja, das war ein bisschen tief. So, wir müssen doch da oben bestimmt was machen.
Warum können wir sonst da hoch? Energie füllt sich automatisch wieder auf, glaube ich. Es kann nur hier lang gehen. Aber was machen wir hier? Hier machen wir gar nichts. Na, sehr gut. Hier kommt man nämlich nicht mehr weg. Das können wir vergessen. So, hier sind noch Federn. Da oben sind auch noch Federn. Hier ist nichts Spannendes mehr, oder? Ich glaube nicht. Dann gehen wir weiter den Turm hinauf. So. Oh, das ist bitter. Aber das müssten wir eigentlich wieder hinkriegen. Dafür sind wir jetzt dann oben. So, aber da komme ich nicht hoch. Da müssen wir noch was lernen. Okay, wie kommen wir jetzt am blödesten hier wieder runter? Da. Ich weiß jetzt bloß nicht, wo das Büro von Trousers ist. Dass wir vielleicht unseren Trick lernen. Gottchen, ich scheine mir pottweise Ärger eingehandelt zu haben. Hey, immer schön höflich bleiben. So, jetzt sammeln wir erstmal hier alles ein. Dann schauen wir weiter.